Und ich brauche mehr Kupferplatten. Da, gib mir mal 2 Stacks Kupferplatten. Bau bitte eine Lampe, damit der doofe Stick weggeht. Da, eine Lampe. So. Und ich laufe mal kurz nach oben und setze die Produktivitätsmodule dahin. In die Dinger. So. Das heißt, alle 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alle 11, 12 Sekunden kriegen wir ein Eisen extra. Und das ist ein bisschen mau. Also ja, wir bekommen so mehr raus, aber das ist mau. Wir sollten das also auf die 2er aufstufen, hm? Oh Gott, warte mal. Euch. Das wird ewig dauern. Okay, ich muss auf jeden Fall die Ressourcen, die Zwischenschritte, wie die grünen Chips zum Beispiel, muss ich unbedingt aus der Kiste holen, weil sonst will er das im Inventar craften und dann dauert es noch viel, 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 viel länger. Also gib mir bitte da 200 grüne, 400 grüne Chips, ist okay. Oh, wir haben noch 7 Alien-Artefakte. Die muss ich unbedingt in die Kiste packen, bevor ich sie aus Versehen wieder zu Ledertränken mache. Und mit etwas Glück habe ich da sogar noch welche drin. Nein. Nein. Okay, wäre auch zu praktisch gewesen. Na gut, die 7 da rein. Wir müssen also nur noch irgendwie an 3 Alien-Artefakte kommen, damit wir uns die Power-Rüstung MK1 kaufen können. Und warum habe ich einen Roboport in der Stahlkiste geschmissen? Komm mal raus da. Komm mal mit. So. Und du darfst jetzt mal hier oben hin. So, richtig? Richtig. Ist da jetzt ein bisschen sinnlos, aber ist halt die schnellste Verbindung nach oben zu den wichtigen Türmen. Charakterlogistik-Slots sind fertig. Yay. Okay. Assembling Machine 4. Das ist sehr verlockend. Sehr, sehr verlockend. Noch schneller Ressourcen verballern. 300. Snipergewehr. Ja, komm. Bauen wir ein Snipergewehr. Ich will gucken, ob man damit wirklich die Großen wegsnipern kann. Du. Du schießt falsch, tut mir leid. So. Da. Du weg. Da. Da. So, alles gut. Alles gut. Ja, das wird noch eine Menge Roboports brauchen, bis wir da oben bei den Mauern ankommen. Aber bisher kommen sie noch nicht mal zu den Mauern. Wobei, ich glaube, der eine Angriff, der hier war, also nicht der, den ich hier reingeloggt habe, sondern der andere, der hatte noch keine großen Beißer. Müssen wir mal gucken, wie der nächste Angriff so ausfällt. Weil der, den ich hier reingeloggt hatte, der war ja schon halb tot. Da habe ich ja die Hälfte weggeschossen gehabt. Aber ich denke mal, das haut hin. Oh, gibt es vielleicht auch stärkere Mauern? Darauf habe ich noch gar nicht geguckt. Ich wüsste aber auch nicht direkt, wo das fallen könnte. Die Military-Sachen haben wir schon alle einmal durchgeklickt. Sniper-Türme und so, es war. Es gibt kein Military 6. Aber die halten ja auch so schon was aus. Nee, gut. Kupfer. Hä? Da war gar keiner in der Nähe. Ich glaube, ich baue jetzt nochmal 10 Türme. Ich baue jetzt nochmal 35. Nein, ich baue jetzt mal 10 davon. Und dann gehe ich gleich einfach wieder hoch und baue die Kupferanlage wieder auf. Und setze diesmal, weil die Strommasten ja noch da sind, hier eine Mauer hin und Lasertürme. Und dann können die ruhig nochmal kommen. Ja, das klingt wie sehr nachvollziehbar, gut und überhaupt. Öl staut sich langsam. Was auch klar ist, weil die Dinger nicht arbeiten, weil wir zu viel Petroleumgas haben. Was ein sehr schöner Zustand ist.
Was ich aber eigentlich auch mal ummodeln könnte, oder? So, so. Ja, komm, warum nicht? Machen wir von da nach da. Unterirdische Rohre. Die ich nicht bauen kann, weil die Sachen gerade gebaut werden. Egal, bauen wir es umrum. So. Tanks voll, Tanks voll, Tanks voll. Darum, daran. Fertig. Wow, die haben sich instant aufgeteilt. Das Zeug fließt langsam. Obwohl, nee, Gas. Ja, gut. Kommt auf den Druck drauf an. Schön, also Petroleumgas wird wiederhergestellt. Das heißt, die arbeiten alle. Jupp. Also okay. Oh, voll. Voll. Wie war das mit der Idee mit den Ärmchen? Warte mal. So. Oh nein, da ist schon der erste Fehler drin. Es ist nicht Kistchen-Ärmchen, 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 sondern Ärmchen-Kiste, Ärmchen-Kiste, Ärmchen-Ärmchen-Kiste. Das ist ein schwerwiegendes Problem. Nicht wirklich. Du... Wo sind meine blauen Chips? Achso, die habe ich schon rausgenommen. Okay. Wer ist schuld? Meistens ich selbst. Gut zu wissen, gut zu wissen. Plastik wird immer noch nicht hergestellt, das ist okay. Wie schaut ihr aus? 0,1, 0,1, 0,1. Unsere Neuanschaffungen sind 1,4 und 2,4. Ja, sehr gut. Also Öl, wie vorausgesehen, nicht wirklich ein Problem. Sobald es ein bisschen haarig wird, oben schließen wir einfach ein, zwei neue Ölfelder an und wie ihr sehen könnt, davon haben wir noch genug. Ah, die Dinger. Wo ich sie gerade sehe. Warum haben wir denn einen großen... Ich mache echt komische Sachen manchmal. Ja, wo ich das Limestone hier gerade sehe, das würde ich ganz gerne einmal abbauen. In eine Bitschön-Kiste tun. Und das war's. Einfach nur irgendwo so Bitschön-Kiste bauen. Genau. Hinsetzen, fertig. Damit wir, falls wir das irgendwann mal brauchen, wir gleich eine ganze Kiste davon voll haben, auf Abruf. Das soll für Beton später wichtig sein. Für Straßenbau. Wobei ich noch nicht so viel Sinn drin sehe, eine Straße zu bauen. Außer wir machen halt wirklich später diese persönlichen Eisen hin und her Trag- oder Fahrgeschichten. Oh, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die Autos selber, also das Vanilleauto, hat ja auch einen Laderaum. Das heißt, wenn man damit nicht gerade gegen Baum fährt und alles zerstört, was drin ist, dürfte man recht viel transportieren können. Und es gibt noch das bessere Auto. Dieses gepanzerte Auto, das aussieht wie ein Cadillac. Das wird wahrscheinlich dann auch ein Inventar haben und vielleicht sogar ein größeres. Also würde es dann noch mehr Sinn machen, dass wir hin und her fahren. Ja, sehr schön. Oh, hier noch eine Bitschön-Kiste. Jupp, sehr gut. Du bist voll. Sag doch was. Wir hatten trotzdem keine Energieprobleme, das glaube ich irgendwie nicht. Stahlkiste. Sehr schnelles Ärmchen. Oh, es war ein Insert. Genau. Es war ein intelligentes, sehr schnelles Ärmchen. Das ist ein dummes, sehr schnelles Ärmchen. Sehr gut. Oh, es war nur eine Eisenkiste, keine Stahlkiste. Wie peinlich. Warum habe ich Eisenkisten dabei? Auch Stahlkisten. So. Und da bitte noch eine. Und da bitte noch so ein. Dann sollte das erstmal reichen. Du bist übrigens eine Bitschön-Kiste und die letzte Kiste hier wird auch eine Bitschön-Kiste sein. So. Das klappt dann auch soweit. Die Kisten hier sollten wir mal zu Logistikkisten machen. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Dass hier unser Logistiklager hinkommt, wie es auch vorher in der letzten Welt war. Da hatten wir auch unsere Steam Engines und relativ daneben die ganzen Logistikkisten. Und die ganzen von mir aussortierten Sachen kann man vielleicht auch irgendwo mal brauchen. Dann können wir sie hier gleich finden.
So, ganz viel Platz für unsere Roboter. Sehr schön. Die übrigens noch gar nicht arbeiten, weil wir keinen einzigen Roboter haben, ne? Ja, ich glaube schon. Was fehlt? Rote Engines. Okay. Dann laufen wir mal kurz runter. Holen die normalen Engines. Von hier irgendwo. Da. 35. Was fehlt? Eisen, ha? Huh? Jo. Weil das fehlt. Das da wieder aufgetaucht ist. Okay, das ist nicht schön. Wie ändern wir das? Wahrscheinlich mit Kisten. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Wir könnten das Ärmchen einfach da hinlegen. Gucken wir mal, was dann passiert. Ob es dann auch ein Problem gibt. Nee, ich glaube. Doch, weil liegt es zuerst auf die linke Seite, dann rutscht es auf die rechte Seite, von oben kommt. Das nächste oder übernächste Ärmchen müsste es brechen. Nee, tut's nicht. Okay, das war jetzt sehr einfach. Okay, das Problem hat mich irgendwie enttäuscht. Probleme müssen noch viel garstiger sein. Und wo wir gerade hier unten sind, bitte gib mir noch mehr von den rosanen Dingern. Die wollten wir nicht beim Eisen hinschmeißen. Okay, Planung für die nächste Folge. Wir bauen die Kupfermine oben wieder auf. Wir sichern die Kupfermine. Ja, sieht echt armselig aus mit den Schmelzöfen. Wir bringen händisch Kohle nach oben, damit Plastik wieder entsteht. Auch wenn wir es gerade nicht so wirklich brauchen, hätte ich es trotzdem schon mal ganz gerne. Dann werden wir auch immer wieder die rosa Module holen und nach sowohl das Kupfer da oben als auch das Kupfer da unten mit rosa Modulen vollstopfen. Und dann weiß ich noch nicht. Ah doch, das Snipergewehr müsste dann fertig sein, nächste Folge. Also in den nächsten Folgen. Damit will ich auf jeden Fall rumexperimentieren, ob wir die Basis da... Das war doch die, ne? Ja, die Basis da knacken können. Die da ist zu groß. Unsere Radaranlage ist richtig schick. Hier hinten zum Beispiel. Da sehe ich gerade keine Basis direkt daneben. Also mit etwas Glück könnten wir uns hier rum, da hoch, da durch, da hinschleichen und da das Eisen abbauen. Mit einer neuen Basis oder mit einem Außenposten samt Bahnanschluss. Wobei wir für den Bahnanschluss erstmal hier den Bahnhof ordentlich aufbauen müssten und den Rest erforschen. Aber ja. So, jetzt nochmal kurz. Du. Shift rechts, Shift rechts. Shift rechts, Shift rechts, Shift rechts. So. Die generieren jetzt 2% oder so. Ja, da steht Produktivität 15%. Das heißt zusammen 15. Das könnte sogar aufgehen. Hm. Okay. Hätte ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Also... Diese Eisenanlage hier komplett produziert jetzt 15% mehr Eisenerz, als sie es gemacht hätte, wenn wir sie nicht reingetan hätten. Langfristig gesehen. Von der Geschwindigkeit her... Obwohl, warte mal, von der Geschwindigkeit her sind sie dann ja auch 15% schneller, ne? Weil hier immer eins extra gemacht wird. Kann nicht so ganz mithalten mit den 60% schneller. Aber wir wollen halt keinen Raubbau betreiben. Wir wollen keinen Raubbau betreiben. Wir wollen keinen Raubbau. Wenn ich mir das oft genug sage, will ich es vielleicht wirklich nicht mehr. Aber gut. Nächste Folge, die Liste, die ich eben gerade gesagt habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bye, bye.